Jo, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Da leben, wo andere Urlaub machen. Ihr seht, ich bin aktuell beim Ali im Café und es kamen ja verdammt viele Fragen bezüglich dem Thema Wohnung und so weiter und so fort. Für mich persönlich kommt da was, bleibt neugierig, ich habe da was in Planung. Aber ihr seht auch, ich spreche natürlich auch mit dem Ali über eure Fragen, die ihr mir stellt. Und zwar so zum Thema Schule, Kindergärten in Nähe von Wohnungen, die der Ali anbietet. Vielleicht möchtest du ja was dazu sagen? Natürlich, ich empfehle immer die türkische staatliche Schule. Okay. Denn wenn dann mal die Kinder studieren sollten hier, dann werden diese Zeugnisse anerkannt. Ja? Und es kostet nichts. Ja? Die türkische Schule kostet nichts. Wir haben hier auch private Schulen, unbezahlbar. Erstens unbezahlbar, zweitens, was soll denn das Ganze? Die Kinder kommen hierher in die Türkei, dann sollen sie gefälligst auch türkische Kinder kennenlernen. Genau. Die werden dann am Anfang jetzt natürlich hart, aber war es für uns Türken einfach in Germany? Nein. Das ist es. Ja. Und deswegen, der Thorsten hat gemeint, das, sowas sollten wir auch mal in den Videos bringen. Ja? Wo gibt es die Schulen? Wir haben hier eigentlich alle. Kannst sagen eigentlich, du weißt es ja auch, so alle 20 Minuten Fußweg haben wir dann wieder eine neue Schule. Ja? Okay, ja, es gibt. Und oder mit dem Auto 5 oder 10 Minuten Fahrt haben wir wieder eine Schule. Genau, ja? Man kann fast sagen, dass jeder Bezirk, egal ob Kessel, Mammutla oder so weiter, haben fast alle ihre eigenen Schulen. Also der Schulweg, so wie Ali sagte, nicht länger als 20 Minuten zu Fuß. Ihr braucht doch keine Angst haben, dass die Kinder hier überfallen werden oder weggefangen werden oder sonst was. Gar nichts, viel passiert. Wenn man sieht, wie die glücklich hier aus der Schule kommen, mit ihren Uniformen allerdings, weil hier in den meisten Schulen, die haben alle ihre Uniformen an, da erkennt man auch sofort die Schulkinder. Und ja, das haben sie jetzt geändert, das Gesetz. Früher hatten die Kinder Schuluniformen, ich fand die Sache gut eigentlich, ja. Das hat man deswegen eingeführt, damit die Kinder nicht in der Schule mit Markenklamotten dann halt angeben konnten. Ja, das fand ich nicht gut, aber leider haben sie das wieder gelöscht. Also die können auch ohne Schuluniform in die Schule gehen. Noch ein Hinweis, weil du ja gemeint hast, dass die Leute das fragen. Mhm. Mich fragen sie das seltener, aber keine Frage soll offen sein. Und deswegen ist gut, dass du das alles ansprichst. Ein wichtiger Hinweis wäre zum Beispiel, wenn die Kinder in Antalya zur Schule gehen oder in anderen Großstädten, da gibt es dann einen Busservice. Ja? Okay. Der Busservice kostet aber Geld, der kostet zwischen 200 und 400 Lira im Monat. Da werden die Kinder vor der Tür abgeholt und zur Schule gefahren und wieder zurück. Sind das öffentliche oder private Busse? Das sind von der Schule, aber privat geführt, aber von der Schule halt organisiert. Und dann, weil du gefragt hast, welche Schule, wir haben hier auch verschiedene Klassen, Hauptschule und Volksschule. Und wir haben hier in Kessel zum Beispiel, gleich hier vorne haben wir bis zur 6. Klasse die Schule. Und dann aber müssen die Kinder in die dahinter. Da fährst du den Berg hoch, hast sogar mehr Blick. Und also alles nicht so weit entfernt, zum Glück, ja. Und auch sogar die Dörfer haben Schulen, ja. Okay. Und, aber die haben halt nur bis zur 6. Klasse und danach müssen halt die Kinder mit dem Bus dann oder die Eltern fahren sie dann in die anderen. Wehe, ihr bringt sie in irgendwelche Privatschulen. Wir haben hier übrigens auch diese deutsche Schule, Waldorfschule, haben wir auch hier in Alanya. Okay. Das kostet aber auch wieder Geld, irgendwas mit 300 Euro im Monat oder irgendwas, ich will da nichts, mich da fest, genau, gibt es eine Webseite, tippt einfach Walddorfschule in Alanya ein und dort könnt ihr direkt alles erfahren, alles, okay, und wenn irgendwelche Fragen offen sind, Mail schicken. Wie gesagt, ich empfehle türkische Schule, ja, dann lernen die Kinder türkisch, dann, und haben auch türkische Freunde und das bringt euch auch mehr, ihr könnt euch hier mehr mit einbringen, ja, und dann hast du noch was Wichtiges gefragt, das war, wenn man eine Wohnung mietet, die ausgestattet ist oder was, wie war das? Ja, es gibt, möblierte Wohnungen sind immer teurer, ja, ist halt so, ja. Möblierte Wohnungen sind immer teurer, manche Hausbesitzer wollen auch eine Kaution haben für die ganzen Sachen, ja, und muss man selber halt entscheiden. Also ich empfehle immer entweder hierher fliegen
dann eine Woche Urlaub, wie du auch gesagt hast. Ja, warum sagst du das? Weil du halt keinen Stress haben willst. Ich will auch keinen Stress. Warum? Alice hinter der Blume verschwunden. Warte mal. So. Ja, das ist anstrengend, ne? Mit dem Handy da ewig. Ja, ohne Stativ, ne? Ja, ist schon ganz schön. Vor allem, wenn man so ein Billig-Handy hat wie du, wo es auch schwer ist. Ne? Ja, Leute, ich filme ja hier auch mit dem Taschenrechner. Also von daher, ne, ihr wisst ganz genau. Das war Spaß, ja, ein gutes Handy. Meins ist aber sauschwer. Ja. Ja. Ist schon aber zwei Jahre alt, ne? Zwei Jahre alt. Und funktioniert. Mensch, das läuft und läuft. Ich kaufe kein neues. Nee, hier kommt gerade aktuell eins auf den Markt, das nennt sich irgendwie Xiaomi oder sowas. Aha. Also die sind richtig geil, die überholen mittlerweile hier auch Samsung und so weiter. Also von der Qualität her, von der Qualität her werden die richtig gut. Was hast du für eins? Das ist ein Samsung Galaxy M31. Aha, gut. Ja. Mit Verwacklungsschutz, ne, wie ich sehe. Das ist mit Verwacklungsschutz, ja. Sehr gut. Ich zitter viel, ich habe öfter mal so eine Anfälle. Mich beschweren sie ja immer, warum mache ich keine ruhige Hand und so. Ich sage immer, mein Gott, seid halt froh. Ja, seid halt froh. Kauf dir einen Gimbal, ja, und wo stecke ich denn den hin? Dann habe ich ihn vergessen und so. Deswegen seid halt froh, wie es geliefert wird. Genau. Wem es nicht schmeckt, gibt genug Kanäle. Ja. Dann sind sie sauer, weil ich so rede. Ja, mein Gott. Leute, wichtig sind die Informationen, die dahinter stecken. Ja. Die Qualität der Information. Natürlich soll das Video schon einigermaßen vernünftig sein. Wenn ich das jetzt mit 144 Pixeln oder mit 144p aufnehmen würde, klar, das sieht dann aus wirklich wie mit einem Toaster gefilmt oder so. Aber ansonsten, die wichtigsten Informationen sind, staatliche Schulen sind kostenlos. Genau. Sind im Regelfall 20 Minuten von jeder Wohnung fußläufig zu erreichen. Zeka, nicht, dass da jetzt einer da, ich muss 25 laufen. Haben wir alles erlebt. Das ist solche kleine. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Wir wollen helfen und ich sage halt nur plus minus, ne, 20 Minuten. Wir haben heute beschissenes Wetter, stimmt's? Es ist bewölkt. Aber es ist angenehm warm. Wir hatten eben gerade, habe ich gesehen, auf meinem Thermometer zwischen 17 und 18 Grad. Das schwankt immer. Ansonsten. Ja, und der Thorsten, der sprüht vor Energien, vor Ideen. Und das finde ich super. Allerdings sage ich Ihnen auch immer, genieß halt endlich mal deine Zeit und leg dich mal hin und ruh dich mal aus. Und, na, und dann. Richtig. Aber er macht es ja richtig. Ja. Schrittweise, jetzt ist er schon angekommen, ist doch super. Genau. Und wie fühlt man sich so ohne Rückflugticket? Also ohne Rückflugticket? Ihr habt es ja gesehen, als ich über die Grenze bin. Ich wollte wirklich den türkischen Boden küssen. Also das Problem war halt nur, ne, ihr habt es ja mitgekriegt, dass ich Probleme mit der Versicherung hatte. Und da war ich dann halt doch ein wenig, aber ich hole das nach. Versprochen. Yes. So, ne? Gut, Ali. Es ist halt einfach geil. Ich freue mich immer noch jeden Tag. Ich bin echt glücklich. Jetzt können wir bald das Café wieder aufmachen, habe ich gehört. Ich hoffe, 15. Januar, irgendwas. Reden Sie, schauen wir mal. Gebe ich noch bekannt. Ja. Gut, dann haben wir das Wichtigste erstmal geklärt, weil, wie gesagt, diese Fragen kamen auf. Und was ich nochmal sagen kann, wenn ihr eine Wohnung möchtet, bitte, bitte kommt hierher, mietet euch irgendwo ein billiges Hotel oder bucht euch in ein günstiges Hotel ein und schaut euch die Wohnungen vor Ort an. Leute, man kann mit dem Handy nicht alles festhalten, beziehungsweise auch die Qualitätsunterschiede. Kann man einfach mit dem Handy nicht rüberbringen. Kommt hierher, guckt euch hier bitte die Wohnung vor Ort an. Ja. Bindet euch die zwei Wochen halt ans Bein. Ihr könnt einen schönen Urlaub hier verbringen. Ihr könnt Ali seinen Service in Anspruch nehmen. Ja, und es wird euch hier wirklich alles gezeigt. Von guten Wohnungen bis sehr guten Wohnungen. Aber auch bis, ne? Also es gibt ja aktuell wenig Wohnungen. Leider. Ja. Es gibt so gut wie keine. Und Möbliert ist sehr selten. Sehr selten und immer teuer. Und das hat mit uns gar nichts zu tun. Wir kriegen unsere Einmonatsmiete Maklergebühr und die teile ich ja mit den... mit seinen Leuten auch, genau, mit Sabi und so weiter. So ist es. Ja. Und was er sagt, ist natürlich richtig. Und wenn ich aber eine Wohnung drin habe und die gefällt euch, dann ist natürlich das Problem, Wohnungen sind schnell weg. Ja, ja, also die letzte Zweizimmerwohnung hat ja die Dame aus der Schweiz jetzt genommen, erst gestern. Dann die andere ist auch schon weg und die davor ist auch schon weg. Die für 3000, wo der Jahresmiete im Voraus will, hat halt mehr Blick und ist halt luxuriöser. Deswegen kostet halt 3000 Lira. Die können ja verlangen, was sie wollen, das ist doch mir egal, ob ihr es nimmt oder nicht. Das ist auch eure Sache, das ist auch mir egal. Genau so ist es. Heute tue ich eine rein, möbliert. In Mahmoudlar für 2500 Lira möbliert und inklusiv Nebenkosten, also EIDAT, das heißt hier EIDAT. Okay. Übrigens verwechseln viele hier Nebenkosten mit deutschen Nebenkosten. Die meinen, Nebenkosten ist Strom und Wasser.
Nein, hier sind die Nebenkosten Aufzug, Stromgebühr, Putzfrau fürs Treppenhaus, Poolreinigung, Gärtner und solche Sachen. Das ist, sind hier die Nebenkosten und die heißen EIDAT. Wasser und Strom ist extra. Genau. Okay? Warte mal. Ja, Leute, Strom und Wasser, haben wir euch auch schon gesagt, sind hier günstiger als in Europa, also wesentlich günstiger als in Europa. Ja, und hier gibt es auch GEZ. Ja. GEZ, also so eine Art GEZ, kostet hier aber nur knapp 3 Lira. Das ist in der Stromrechnung mit dabei. Genau. Okay? Das Abwasser ist in der Wasserrechnung mit dabei. 3 Lira etwa für GEZ ist in der Stromrechnung mit dabei. Richtig. Ist ein ganz kleiner Kostenpunkt, der da unten irgendwo drin steht mit TV Türk, keine Ahnung. Genau, deswegen erwähnt man das auch nie, weil es ein lächerlicher Betrag. Wie viel ist das? 3 Lira? Also 40 Cent oder so. Ja, ja. Kein Vergleich zu Germany. Genau, Leute, für die Lügenmedien da. Ja. Na gut, Leute, dann war es das erstmal. Jetzt habt ihr erstmal alle wichtigen Informationen zum Thema Wohnen, Schulen und so weiter. Kindergärten ist natürlich genauso, die sind auch in der Nähe. Also ich habe jetzt einen Kessel eingesehen. Ja, ansonsten, wenn Fragen sind, rein in die Kommentare und wir versuchen sie zu beantworten. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ali, hast du noch was zu sagen zum Abschluss? Ja, hier haben wir auch einen Kindergarten, einen internationalen. Ja. Hier vorne. Ja, stimmt, habe ich gesehen. Ich habe jetzt gedacht, das ist so eine Krabbelgruppe. Du hast nur die Weiber gesehen, du Schwein. Leute, also die... Ja, okay, also, liebe Grüße von mir und ich freue mich, dass Thorsten auch hier gekommen ist. Nächste Woche kommen 6 verschiedene Parteien, also wir werden immer mehr. Das Café wird dann wirklich lustig. Genau. Alles klar, Leute. So, dann habt noch einen schönen Tag. Ja, schönes. Ja, was haben wir denn heute? Dienstag, ne? Genau. Sali. Yes, morgen haben wir wieder Tamam. Bazar. Genau, morgen ist hier wieder Bazar in Kessel. Juti, Leute, dann habt ihr erstmal alle wichtigen Infos. Man hört sich. Bis später.